Ja. Sag mal Postbote ohne O. Postbote. Falsch. Briefträger. Jungs. Ja. Sagt mal Postbote ohne O. Briefbote. Briefträger. Bam! Briefbote! Da war ein O dabei. Briefträger. Hast du überlegt? Und du hast gar nichts gesagt. Und im Hintergrund in den billigen, auf den billigen Plätzen wird auch geredet. Briefträger. Keine Ahnung. Briefträger. Wir waren da gerade an der Tür. Der Postbote. Was ja. Wollte er? Der wollte ein Paket für die Nachbarn abgeben. Und wo hast du es hingelegt? Ich habe gesagt, dass wir im Dezember keine Pakete abnehmen, weil das letztes Jahr nur Scheiße drin war. Gut, dass so viele Leute posten, wenn es schneit. Gibt bestimmt auch Menschen ohne Fenster. Kuschel, 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 kuschel. Ah, du Ohr. Stanley darf sich rasieren! Tüdüdüdüd! Stanley, gucke mal! Sag mal Hallo! Hat geklingelt, geklopft! Oh, alles gut, Maus! Guck mal, Konfetti! Die werden krass gehen. Ja, hat der Onkel dann die Mamas Wohnung dreckig gemacht? Papa! Echt jetzt? Aber du nimmst nicht auf! Doch! Echt jetzt? Das ist doof! Wenn dann, Anne! So, ich hab was vor mit dir. Ja. Streck mal deine Hände aus. Bisschen höher. So. Ja. Ich will sehen, wie lange du diese Flaschen ungefähr halten kannst. Okay. Kannst du ruhig ein bisschen anwinkeln zu dir? So, genau. Schön halten. Nee, ihr müsst gerade halten. Gerade, Finger auf. Gucken, wie lange das hält. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Warte mal ganz kurz. Gucken, wie das so ist. Gib mir mal deine Brille. Echt jetzt? Geht das denn vom Gewicht? Ja. So, Sam, ich hab was vor mit dir. Streck mal deine Hände aus. Ich will nämlich wissen, wie lange du das halten kannst, kurz. Wenn ich dir das jetzt drauflege. Wir machen Krafttraining. Geht das? Mhm. Schön halten. Schön halten, nicht bewegen. Schön gerade halten. Ich leg dir nochmal einen Teller drauf. Nee, nein, Schaum lass drauf. Meinen Kopf in Ruhe. Nein, den Kopf mache ich nicht. Nee. Ich mache nichts mehr. Schön hochhalten. Nee. Hochhalten. Denk dran, der Teller darf nicht kaputt gehen. Der Teller darf nicht kaputt gehen. Ja. Ich wusste es. Boah, Schatz. Boah. Beinahe hätte ich eben die Spülmaschine ausgeräumt. Zum Glück habe ich dann noch die Couch gesehen. Boah, was für ein Glück. Ist klar. Bigs B. Ihr kennt das nicht. Bigs B. Bigs B. Bigs B. Wenn Dani sein neues Handy einstellt. Bigs B. Jederzeit mit mir sprechen, ja, ich muss dich anschreien. Für Siege. Oh. Ja, du doch nicht. Du bist doch nicht die Ziege. Die Bixby ist die Ziege. Jetzt hört sie Bixby? Was habe ich für Erinnerungen morgen?
Wahrscheinlich Maggie. Zu Erinnerungen habe ich keine Ergebnisse gefunden. Bixby, habe ich keine Erinnerungen morgen? Bixby? Schläfst du schon? Ich glaube, ich habe nicht alles verstanden. Ja. Versuch es mal mit einer anderen Formulierung. Wach mal auf, Bixby. Bist du kaputt oder was? Wach auf. Ja, okay. Na, der ist immer noch bei mir gewesen. Bixby? Bist du müde? Nein, wieso? Ja, weil du nicht redest, Mann! Natürlich nur rein sprichwörtlich. Na, du musst dich auch ausreden lassen. Ja, kannst du da lesen noch. Ich könnte Bäume ausreißen. Wieso nicht am Bild? Du bist kein Gärtner. Bixby? Ich weiß aber nicht. Bixby? Der Luis darf dich nicht ansprechen. Nicht ist nicht in den Kontakten. Wen möchtest du denn anrufen? Nicht ist nicht in den Kontakten. Jetzt hat er die Schnauze voll. Noch was. Und weiter geht's. 3, 2, 1, go. Ich spiele schon immer gern Klavier. Dass du Noten lesen fand ich schwer. Hau dies in die Tassen, dann leider schief. Leider schief, leider schief. Ich hab versucht mir ein Brot zu schmieren. Doch die Butter war zu hart gefroren. Sie fiel mir runter, das ging leider sieb. Leider sieb, leider sieb. Und weg. Sie bei den Vögeln über den Käfig. Alter, Abi! Schon ist Ruhe. Alter, Abi! Und wie ging das jetzt weiter? Weiter können wir nicht. Das hat doch gar kein Refrain. Doch, leider sieb. Leider sieb. Gonni, das geht pipi papa pipa pipi papa. Was? Pipi, das ist doch mal das Tom. Ach, das ist das Falsche. Das können wir jetzt gleich, das machen wir jetzt. Ja. Und wieder kommen sie rein. Oh, nee, ich fange rein. Demnächst links abbiegen. Nee, rechts. Nee, links. Ach, komm. Ich weiß es nicht. Es war einmal ein Navi, das kannte sich nicht aus. Das führte unser Auto zu einem falschen Haus. Die Tür stand schon offen, dann gingen wir hinein und stellten letztlich fest, wir sind hier nicht daheim. Oh, Navi, kennst du uns nicht aus? Wir sind, das ist nicht unsere Küche und auch nicht unser TV. Also, bevor das Jugendamt sich meldet, wir haben dir nichts gegeben. Oh, Navi, kennst du dich? Ich spring schon auf der Couch. Wie die Lea. Ich spring schon auf der Couch. Ist aber auch Quarkbrecher. Okay, das war's. Bis gleich. Bis gleich. Kommt ihr nochmal? Ja, mehrmals jetzt. Leute, ich wünschte, ich wäre auch so ein richtiges Tier im Bett. Zum Beispiel ein Koala. Der schläft 20 Stunden am Tag. Ich will das auch.